Wir kämpfen endlich gegen den Primal Chaos Endboss Death Knight. Der Kampf läuft jedoch komplett anders als erwartet und jetzt viel Spaß euch. So Leute, wir legen heute wieder los und heute wird wahrscheinlich die letzte Folge von Primal Chaos sein, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich wollte schon eine halbe Ewigkeit dieses Projekt abschließen, kamen die dazu. Heute soll es möglich sein, alle Bosse zu besiegen. Also das will ich irgendwie in dieser Folge schaffen. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, aber wir sehen mal. Dafür brauchen wir wahrscheinlich starke Demotics und ich denke, ich hole mir erstmal einen Dillo ran. Ich habe nämlich gerade schon in die Liste geguckt und hier gibt es nur 21 Dillos. Ja, aber dieses hat alle recht hohes Level, von daher, da werde ich mir noch einen abholen und die auf Dauerpaaren stellen. Ferox habe ich schon geguckt, Level 220 ist nicht gut. Gorilla, natürlich ist jetzt ein Gorilla da nach der letzten Folge. Level 220 auch nicht so gut und Forny Dragon Level 220 auch nicht so gut. Also ich hole mir jetzt einen Dillo ran ganz schnell und dann werden wir danach gucken, dass wir irgendeinen anderen guten Demotic noch finden. Männchen, Weibchen, Paaren, Imprint und dann hoffentlich gegen Bosse kämpfen. Und hier haben wir unseren Level 85 männlichen Demonic Dillo. Wir haben Weibchen zu Hause, also die können hoffentlich paaren. Ich habe das noch gar nicht probiert, aber es ist auch okay bei Demonics. Werden wir jetzt gleich herausfinden. Ich schieße jetzt ein paar Mal mit Rocket Launcher darauf rum und ich hoffe, ich treffe auch so halbwegs gut. So, erster Hit ist da. Dann machen wir mal weiter hier. Da sind wir wieder. Dillo ist ausgenockt. Hat super, super viel Spaß gemacht. Den nehmen wir jetzt direkt mal mit nach Hause. Hier hast du den Kibbel, mein Kollege. Oh, ich habe tatsächlich noch einen dabei. Zack, gezähmt. Mitnehmen und zu Hause wirst du auf Dauerpaaren gestellt. Okay, du wirst eine großartige Zeit haben, sage ich dir, Kollege. Hallo Dillo, der schon zu Hause rumstand. Ich habe dir irgendeinen dahergelaufenen Dillo mitgebracht, den ich gerade so auf der Straße gefunden habe. Ich hoffe... Yo, okay, ihr geht ja ganz schön ran, ihr beide. Das ging fix. Yo, was zum Teufel? Das ist das erste Baby. Warum ist das Baby so riesig? Das hat ja eine Riesenbirne. Was sehe ich da? Was sehe ich denn da? Naja, wir warten mal, bis er groß ist und wir imprinten ihn. Und schon sind wir auf ihn unterwegs. Das ist jetzt das Baby, der ist imprinted. Wir gucken mal kurz. Rechtsklick. Macht immer noch 10.000 Damage. Ah, ich hatte gehofft, dass das vielleicht auch höher geht mit Imprint. Und wie viel macht er so mit einem Biss? 40k ist gar nicht mal so schlecht. Das ist halt wirklich schlecht. Und er hat den Seil drauf, den ich letztes Mal vom Boss bekommen habe. Der hat 299 Armor. Ich habe Hoffnung, dass der vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und ich versuche mal mit dem hier gegen den Nightmare zu kämpfen. Ich habe eine Max-XP-Potion. Was zum Teufel? Dann machen wir das so. Seit dem Dino-Wipe gibt es bisher nur zwei Nightmare-Dinos. Und das sind beides Nightmare-Raptoren. Und die sind beide Level 600. Von daher, wir legen uns jetzt einfach mit einem an und gucken, was passiert. Was soll schon schief gehen hier mit unserem neuen Superkollegen? Na, wir gucken gleich einfach mal. So, zack, Rechtsklick. Zack. Da hast du Damage bekommen. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh no. Oh no. Oh, er macht auch Damage, aber eigentlich gar nicht so krassen Damage. Und wir machen ihm halt gar keinen Damage. Was sehe ich denn da? Soll ich selber draufbeißen einfach die ganze Zeit? Ja, das dauert halt super lange. Also es ist halt wirklich super einfach. Ich muss noch nicht einmal eine Heal Potion nehmen oder sowas. Aber es dauert halt ewig. Ich überlege schon, ob ich mit dem Ferox herkomme. Der hat halt viel weniger Damage gemacht pro Biss, glaube ich. Also pro Schlag, so gesehen. Aber der schlägt halt super schnell. Vielleicht machen die Flammen von dem Reaper einfach viel mehr Damage oder so. Mir kam es auf jeden Fall letztes Mal irgendwie so vor. Hier, zack. Wie viel Damage machen die so? Der ist wieder komplett full. Geht das schneller? Das sieht so aus, als wenn das schneller geht, oder? Weil ich so hart spammen kann, trifft das voll auf. Ja, es geht auf jeden Fall schneller. Wisst ihr was? Wir nehmen den Reaper. Also verstehe mich nicht falsch, es dauert immer noch lange, aber es ist viel besser als mit dem Dillo. Das war einfach ein Krampf. Perfekt, mein Arc ist gecrashed. Oder Server Timeout. Und wenn ich jetzt wieder drauf gehe, bin ich bestimmt tot. Warum denn? Och, Menno. Ich hatte ihn doch fast down. Da ist mein Reaper schon mal, dem geht's gut. Und dem Raptor geht's doch nicht so gut wieder. Okay, wir gehen direkt wieder rein. Ich habe meine Rüstung nicht an. Nee. Ah, Raptor, nicht sauer auf mich sein, bitte direkt. Okay, danke. You were killed by... Achso, jetzt steht da, dass ich vom Raptor gekillt wurde. Jetzt gerade habe ich gesehen, wie ich selber gestorben bin, oder was? Es ist geschafft. Wow. Das war ein super cooler, lustiger Kampf. Ich habe einen Gorilla-Sattel mit 400 Armor. Natürlich Gorilla-Sattel. Das Spiel will mich jetzt auch noch trollen, ne? Ja, der Rest ist halt echt Schmutz, leider. Keinen coolen Sattel oder so für irgendwas anderes, was wir zu Hause haben. Nur für einen Gorilla, ja. Tatsächlich habe ich jetzt gerade rausgefunden, dass kein Problem ist, dass die alle nicht spawnen. Nämlich kann man sich einfach diese komischen Schriftrollen machen und die damit anscheinend einfach selber spawnen. Und dann machen wir das doch, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob die dann stärker sind, als wenn die frei rumlaufen. Wir gucken einfach. Auf jeden Fall brauchen wir von jedem die Seele, um gegen ihn hier kämpfen zu können. Und das ist der Endboss. Ich habe nicht mal meine Rüstung repariert, aber ist auch egal. Wir werden jetzt mal den Dodo Reaper. Dodo Reaper klingt ziemlich actionreich. Wisst ihr was? Wir machen direkt den schwersten. Da hole ich euch nicht direkt bei jedem wieder vielleicht, weil das sind einfach nur übel lange Kämpfe wahrscheinlich. Ich habe nicht mal gehielt.
hier dazwischen fällt mir gerade auf. Das sollte ich vielleicht auch mal eben machen. Weil vielleicht der doch... Oh, der sieht schon krass aus. Der sieht... Oh, der kriegt wenig Damage. Den kann ich nicht so killen. Den kriege ich so nie tot. Also ich würde ihn tot kriegen, aber es dauert ja ewig. Brauche ich ein Leuchttier vielleicht? Gibt es Leuchttiere in der Mod? Da kriege ich ja auch mehr Damage. Das stinkt ja auch. Also, ich habe mir gerade ein Video angeguckt, wie andere Leute das gemacht haben. Und ich habe da einen gesehen, der hat das mit den Los gemacht. Ich weiß nicht, wie sehr ich dem vertrauen soll, weil der hat Max Level 150 angehabt und hat auch echt viel Damage gemacht. Also ich glaube viel mehr als ich. Aber wisst ihr was? Wir werden jetzt einfach mal in den Reaper reinbeißen und gucken, was passiert. Das macht 4k Damage. Das kann doch nicht sein. Das, wie soll das gehen? Hier, das Spucken macht halt auch kein Damage. Oder macht das Damage? Ja, das macht 500 Damage. Das dauert einfach 2 Tage, bis ich mit dem fertig bin. Wer mich kennt, der weiß, so schnell gebe ich nicht auf. Ich habe hier eine kleine Armee aufgestellt und ich hoffe, dass die ein bisschen was reißt. Und ich habe die Server-Settings umgestellt, weil tatsächlich waren meine ziemlich, ziemlich niedrig. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe das damals umgestellt, dass die Dinos von Level 150 auf Level 600 umgestellt wurden, so gesehen. Und da hätte ich auch den Damage höher stellen müssen anscheinend. Und das habe ich nicht gemacht, aber jetzt habe ich es gemacht und jetzt ist es ziemlich hoch, glaube ich. Ich habe da ein bisschen übertrieben, aber ich habe auch keinen Bock, den ganzen Tag nur Linksklick zu drücken. Von daher ist es schon okay. Okay, tatsächlich habe ich den nicht wiedergefunden und ich habe den ganzen Strand abgesucht. Aber wisst ihr was? Dann machen wir einfach den nächsten. Ist ja kein Problem. Wir haben ja noch ein paar in der Tasche. Hier, Kano. Kano sollte, denke ich mal, nicht so schlimm sein, oder? Vor allem hier jetzt mit der Gang, die auch noch mehr Damage macht und jetzt die alle zusammen draufhauen. Ich hoffe, mein PC, der brennt nicht gleich ab. Die Flamme von einem Dillo hat hier schon ziemlich, ziemlich, ziemlich komische Geräusche gemacht. Okay, Attacke. Go! Junge, das sieht so dumm aus. Wie viel Damage machen die, ist die Frage. Und halten die was aus, ist die nächste Frage. Also Leben sieht bisher ganz okay aus. Damage machen sie auch ein bisschen. Aber nicht mal so krass, wie ich dachte. Jetzt mal ohne Witz. Ich dachte eigentlich, das wird viel krasser. Ich habe übrigens 1 FPS. Oh mein Gott. Ich bin ganz ehrlich, ich darf da einfach nicht reingehen. Wenn ich da reingehe, 1 FPS und mein PC stirbt fast. Aber was ich positiv festhalten kann, ist, ich muss absolut ganz und gar nichts machen. Kann hier einfach doof rumstehen und zugucken, wie die das machen. Wie sieht das Leben von denen aus? Das Leben von denen sieht auch noch ganz okay aus. Ich glaube, die würden am Ende wahrscheinlich sogar gewinnen. Der eine ist halt ziemlich, ziemlich low. Aber ich weiß nicht, wie ich den da halbwegs vernünftig rausbekommen soll. Okay, der eine hat 5 Mille Leben und der andere 7 Mille Leben. Kann sein, dass wir gleich 2 Dillos verlieren und den Rest vielleicht auch selber machen müssen, ey. Der hier hat noch 17 Mille. Das sind wahrscheinlich die mit den guten Sätteln. Ich habe ja noch 2 gute Sättel gehabt und die habe ich da drauf gemacht. 3 Mille. Oh nein. Bruder, ich würde dich so gerne retten, aber ich weiß nicht wie. Oh no, kann ich den einpacken? Wahrscheinlich auch nicht. Na, wo ist er? Wo ist er überhaupt? Ich sehe die ganze Zeit. Bist du das? Oh, shit. Ah, ich hab's versucht. No, er ist gestorben. Ich wollte ihn noch retten, ey. Ich hab's so gut mit ihm gemeint. Oh, da steht gleich doch einer. Oh, shit. Und meine Wyvern auch. Oh Gott, meine Wyvern auch. Hier Potion, hier Potion. Okay, das war sehr knapp. Oh nein, der wird auch noch sterben, oder? Nee, wir haben's. Easy win, ohne Probleme natürlich. Ey, wäre ich jetzt zu weit weg gewesen, um diese Seele zu bekommen, hätte ich geweint, glaube ich. Das hier ist Tag 2 der Aufnahme tatsächlich. Ich habe eine halbe Ewigkeit gebraucht gestern, um nur einen Boss zu besiegen. Das war teilweise 20 Minuten Linksklick-Simulator. Aber hier ist ein Demonic Ferox Level 45, ist ein Weibchen. Ich habe zu Hause Männchen, die könnten wir zusammen paaren. Und dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Glück gegen die Bosse. Ich habe Paaren sehr hochgestellt, also die Babys sollten so eins nach dem anderen rausplumpsen. Und dann können wir hoffentlich mit den Demonic Ferox besser gegen die anderen Nightmares kämpfen. Er scheint gerade stuck in einem Jabor zu sein. Vielleicht habe ich... Oh no, er verprügelt den Jabor komplett. Ich habe nichts gesagt. Weil ich glaube, den zu zähmen wird wieder einfach überhaupt keinen Spaß machen. Ah, er ist immer noch stuck. Oh mein Gott, der Jabor ist mein Lebensretter. Bitte, Jabor, mach weiter so. Hör nicht auf, Jabor. Sei ein Krieger. Hey, guckt euch das an. Der Jabor hält echt übel viel aus. Das ist das beste Leben, was ich je hatte mit einem Dämonik. Ey, das Spiel meint es doch mal gut mit mir, ey. Ein Tag Pause. Nein, Jabor, nein! Nein, warum läufst du weg? Du hast ihn so gut getankt für mich, ey. Oh. Ihr dachtet, Jabor hat schon genug? Nein, Jabor ist wieder drin. Und er hat ihn wieder stark. Ey, das kann nicht wahr sein. Also das kann wirklich nicht wahr sein. Guckt euch den Jabor an. Guckt euch das an. Junge, das ist einfach ein Lebensretter. Ich sag's so, wie es ist. Er ist der Beste. Ich müsste diesen Jabor eigentlich zähmen hinterher. Ich hoffe, der überlebt das Ganze. Wenn ja, dann werde ich ihn retten. Ich habe noch nicht einmal so schnell einen Dämonik gezähmt. Nicht mein Dillo. Alles nur wegen dem Kleinen da. Wie viel Leben hat er noch? Oh mein Gott, der hat nicht mehr viel. Nein, 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 nein. Überlebe, überlebe, bitte. Du greifst ihn noch an, ich weiß. Du hast ihn sehr. Das ist auch nicht gut. Greif ihn nicht an. Nein, ich brauche ihn doch. Da hinten ist er. Er lebt. Die Frage ist, wie lange? Warum ist der so schwer auszudocken? Was zum Teufel? Irgendwie hat er sich gerade dazu entschieden, einfach hier rumzustehen. Ich meine, finde ich okay. Der ist wirklich der Beste, ne? Lässt sich dann auch noch zähmen einfach. Oh mein Gott, er hat mir Kopfschuss gegeben, aber eine ordentliche. Oh no, ich bin nackt. Oh no. Oh, 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 Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ist doch nicht so nett. Hilfe. So, den haben wir jetzt auch endlich ausgenockt, ey. Ah, schön, dich im Team zu haben, Kollege. Jetzt muss ich erstmal Kibbel holen. Da haben wir unser neues Pärchen stehen und ich habe auch hier unseren Retter, unser Demonic Zähmer, Jabor, habe ich natürlich auch dabei. Die beiden werde ich jetzt auf Paaren stellen und hoffe, dass das auch wirklich geht. Und wenn das nicht geht, dann bin ich
tatsächlich sehr, sehr traurig, weil ich hatte die Hoffnung, dass das vielleicht der Weg ist. Die sehen wieder so klobig aus, ne? Die sehen wieder aus, als wenn ich Minecraft zocke einfach. Die kann man paaren. Das ist schon mal nice. Okay, jetzt sehen die nicht mehr so schlimm aus. Hey, das Baby sollte gleich kommen. Das Problem ist bei denen, da plumpst nicht so ein Baby nach dem anderen raus, weil die keine Eier machen. Und die sind irgendwie 7 Minuten schwanger oder so. Von daher geht das gar nicht so schnell. Und ich hoffe auf wirklich, dass das Baby jetzt gleich kommt. Da ist das Baby. Wow. Der sieht ja süß aus. Komm her. Oh, ich krieg dich da gar nicht richtig raus, oder? Muss ich dich da rausschießen? Warte, ich bin für dich da. Ich lasse dich nicht im Stich. Und den werden wir imprinten. Und so machen wir weiter mit den nächsten. Ich habe gerade gesehen, es gibt Elemental Turrets und ich dachte so, hey, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Vielleicht sind die ganz gut und helfen mir bei den Nightmares, weil vielleicht kann ich einfach ganz viele von den Turrets aufstellen und dann werden die super easy. Ich habe die jetzt gerade ausgetestet und die sind der letzte Much. Also jetzt ohne Witz, die sind einfach absolut kacke. Die machen 84 Damage. Das war gar nicht mal so billig alles. Das war überhaupt nicht billig. Ja. Das sind die Turrets. So sieht die Situation im Moment aus. Ich habe einfach übel viele Wyvern auch rausgepfeffert. Ich dachte mir so, weißt du was, vielleicht kann man die wieder in den Kampf reinnehmen und die machen da vielleicht auch so ein bisschen was, zünden die ab und zu mal an. Dann habe ich hier meine Ferox alle stehen. Das dauert eine halbe Ewigkeit, bis die groß sind irgendwie, obwohl meine Settings echt hoch sind. Aber der hier, glaube ich, müsste fast fertig sein oder fertig sein sogar. Der ist fertig. Wir testen jetzt gleich mal den Ferox aus, der einen Imprint hat und kämpfen damit mal gegen einen der Bosse und wir gucken mal, wie viel Damage der macht. Ich habe mal Damage höher gestellt, dann hat der Imprint und dann kann der hoffentlich ein bisschen was reißen. Und wenn nicht, dann müssen wir wahrscheinlich mit der ganzen Armee hier losziehen, wenn die dann soweit ist. Ich habe dir den Max XP Potion gegeben und der macht schon ordentlich Damage, aber jetzt irgendwie auch noch nicht genug, um den Dillo zu töten. Wahrscheinlich wieder. Oh nein, nicht schon wieder, ey. Oh mein Gott, wie viel Leben hat der diesmal? Hä, der hat ja übel den Distanzangriff. Guck mal, vielleicht ist das gut zu wissen für den Boss gleich, weil ich werde jetzt einfach mal einen Boss einspawnen. Wir gucken mal, welchen wir so zur Auswahl haben noch. Den Dodo Reaper haben wir ja nicht fertig gemacht, den müssen wir nochmal neu machen. Da haben wir Rex, Spino und Yuti. Weißt du, was wir machen bei Yuti? Wir gucken mal. Wir gucken, wie er sich schlägt. Ich glaube halt, dass der Schuss bei ihm super, super bad ist. Der schießt ja irgendwie überall hin, nur nicht da, wo er soll. Aber ich glaube, mit dem Schlag hier könnten wir ordentlich austeilen vielleicht. Oh mein Gott, Level 100 nur. Aber der kann mich vieren. Ich werde meinen C-Angriff trotzdem mal machen. Ah, macht halt keinen Damage. Und ich bin geviert. Oh nein, bitte lauf nicht nach Hause. Lauf nicht nach Hause. Oh no, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ah, ich bin stuck im Baum. Zum Glück bin ich stuck im Baum. Oh nein, lauf nicht nach Hause. Tu es nicht. Tu es nicht, bitte. Nimm den nicht mit zur Base. Okay, vielleicht sollten wir den nächsten Yuti mal ein bisschen weiter von der Base wegmachen, könnte man sagen. Ey, vielleicht müssen wir einfach einen Dodo Reaper so lange beschwören, bis wir einen dazwischen haben, der Level 80 ist oder Level 100 oder so, den wir dann ein bisschen leichter weghauen können. Okay, Empfehlung von mir, macht die einfach im Wasser. Tatsächlich macht das dann einfach gar nichts. Also ich mache halt auch viel weniger Schaden, weil ich nicht so schnell zuschlage. Aber das ist tiefenentspannt, der schreit nicht mal oder so. So, wir haben ihn jetzt gleich down, Leute. Und das ohne Probleme, vielleicht ist Wasser wie ich der Weg. Ich sag's echt ungern. Aber das war jetzt ein bisschen cheaty, aber hat sehr gut geklappt, weil es war ein bisschen nervig, wenn man gefiert wurde, ist man halt so weit weggerannt. Und dann war der danach halt gefühlt wieder full life. Also er hat richtig, richtig viel geheilt in der Zeit. Aber das war gar kein Ding. Nächster Boss. So, jetzt ist der Rex dran. Den Rex machen wir jetzt auch. Ich überlege tatsächlich gerade ernsthaft, ob ich nicht zwei auf einmal mache, weil ich krieg verdammt wenig Damage. Ich kann easy peasy gegenhealen. Und es dauert halt super lange, gegen einen zu kämpfen. Wir gucken mal, ob der irgendwie Knockback oder sowas ist. Auch Level 200, also wieder ein bisschen Glück gehabt. Aber da hat trotzdem relativ viel Leben. Da könnte ich halt easy noch einen nebenbei machen, oder? Soll ich den Spino einfach auch noch mit reinknallen? Guck mal, der Damage ist halt auch, geht so, ne? Ich habe nicht mal einen guten Seil drauf. Guck mal, ich habe einen normalen Seil drauf. Ich habe noch nicht einmal einen guten Ferox-Seil gedroppt bekommen. Von daher, ich war schon ein bisschen traurig. Gorilla-Seil habe ich den besten überhaupt, aber Ferox überhaupt nicht. Ja, wisst ihr was, wir machen einfach Spino auch noch. Komm, wir müssen es auch mal drauf anlegen. Und dann fehlt uns tatsächlich nur noch der Dodo Reaper. Und dann haben wir alle und können gegen den Death Knight, Dark Knight, was auch immer, wie auch immer der heißt, kämpfen. Ich bin sehr gespannt. Oh Gott, Spino, bitte knock uns nicht zu weit weg. Der ist Level 600 natürlich. Der ist natürlich Level 600. Das ist super, super unlucky. Ja, gut. Ich hau hier ein bisschen weiter drauf rum, aber ich sollte da nicht schief gehen. Wenn doch, hole ich euch wieder. Ich glaube, wir haben diesen komischen Steinwurf ein bisschen unterschätzt. Ich habe den gerade eingesetzt und der hat halt richtig hart getroffen, weil er halt so mittendrin ist. Und guckt euch das mal an. So schmelzt der schon ganz schön. Wie sieht der Rex aus? Der Rex ist, glaube ich, auch schon relativ lau. Ja, Rex ist down. Rex haben wir schon mal weg. Ah, tatsächlich, so wie ich es jetzt eingestellt habe, geht es echt fit. Also es ist immer noch relativ lang alles. Aber das geht schon. Damit kann man arbeiten. So, ich habe ihn bald down. Hat länger gedauert als erwartet, weil der ab und zu ins Wasser gerannt ist und ab und zu ist er einfach random weggerannt und attackiert. Der ist einfach richtig durchgezogen und das echt schnell. Ich wünschte, ihr würdet das gleich nochmal sehen, weil ab und zu, der hat einfach, als wenn er auf einmal so sich dachte, okay, ihr habt doch keine Chance, ist einfach weggerannt und komplett durchgezogen und auf einmal hatte der wieder 10 Millionen mehr. Aber wir haben es gleich geschafft. Ich mache jetzt nochmal die Flamme. Damit geht es dann doch ein bisschen schneller. Und wir haben es.
geschafft. Zum Glück. Und ich habe einen Saal bekommen. Was für einen Saal habe ich bekommen? Gorilla und Ferox. Ferox 500 Armor. Oh mein Gott. Wie nice. Oh, das ist halt ein richtig dicker Win. Ich gucke jetzt gleich mal, ob ich irgendwie einen stärkeren Ferox zu Hause habe von den ganzen Babys. Ob da irgendeiner ist, der ein bisschen mehr Damage hat. Und dann ziehen wir wieder rein. Der Ferox hier hat 146 Damage. Das ist mein höchster Damage. Den Saal hat er schon drauf. Max XP Potion kriegt er jetzt rein. Und ich werde alles komplett in Damage machen. Aber komplett, weil Leben ist einfach nie ein Problem gewesen die ganze Zeit. Und jetzt müssen wir tatsächlich gegen den Schlimmsten nochmal, da wo wir letztes Mal aufgegeben haben, nämlich Dodo Reaper. Ich mache mir 5 Stück davon in der Hoffnung, dass einer Low Level ist. Und wenn einer Low Level ist, dann gehen wir auf den drauf. Das ist der Plan. Leute, wünscht mir Glück, dass einer Low ist. Das ist alles, was ich will. Ein Low Level Dodo Reaper. Mehr brauchen wir nicht. Weil das ist jetzt der letzte, den wir machen müssen, um dann gegen den Endboss antreten zu können. Und der hier wird halt super schlimm. Also der wird mich so viel Zeit kosten. Mann, der Spino war schon lang. Der ist Level 60. Er ist Level 60. Oh mein Gott. Der erste direkt Level 60. Trotzdem kriegt er kaum Damage. Oh no. Das wird trotzdem lange dauern. Das wird trotzdem lange dauern. Tatsächlich hatte ich auch schon drüber nachgedacht, ob ich nicht irgendein Leuchtevieh nehmen kann oder so. Aber ich glaube, es gibt einfach in der Mod keins. Also ich wüsste nicht, dass es ein Bulbdog gibt, Glowtail gibt, Shinehorn gibt oder irgendwas. Ich habe noch nichts davon gesehen. Und ich glaube, es gibt auch nichts davon, weil halt Aberration-mäßig. Ich weiß halt nicht, gibt es nicht irgendeine Pflanze, die man benutzen könnte dafür? Das könnte höchstens sein. Ich mache jetzt einfach weiter. Und das dauert halt alles ein bisschen länger, dann ist das so. Leute, ich habe ihn bald fertig. Das war der schlimmste Kampf, den ich je hatte. Ich dachte gerade, der Server ist abgestürzt. Dann hätte ich, glaube ich, sofort Arc deinstalliert. Also, das hat so heftig lange gedauert. Ich habe noch nie so einen langen Bosskampf gehabt. Ich habe nebenbei Serie geguckt und das war immer noch nicht vorbei. Deshalb bin ich auch fast einmal gestorben, weil ich die ganze Zeit Serie geguckt habe. Aber wir haben es doch noch geschafft. Wahrscheinlich hätte es irgendeinen smarteren Weg gegeben. Wenn ja, schreibt mir gerne in die Kommentare. Wahrscheinlich gibt es irgendein Licht oder sowas, womit man den mehr Damage macht. Ich habe mich dazu entschieden, einfach bestimmt 40 Minuten oder sowas Linksklick zu drücken. Und das war die Zeit meines Lebens. Und wir haben ihn down. Ich hoffe, dass der Endboss nicht so schlimm ist. Wir haben 14 Nightmare Health Potions. Holy shit, die habe ich noch nie gesehen. Warum habe ich die vorher nicht bekommen? Und ich werde auf jeden Fall alles, was ich habe, glaube ich, da drauf schmeißen einfach. Ich werde gleich die Ferox mal eben schnell ausleveln. Die Wyvern, die ich alle gebrütet habe, werde ich alle mal ausleveln. Dann nehmen wir die alle mit rein, überall einen Sattel drauf und dann geht's ab, ey. Manometer. So, wir sind wieder zurück und ich habe tatsächlich fast alles rausgestellt, was wir haben. Alles Starke, was wir haben, würde ich sagen. Also nicht alle Wyvern, weil ich keinen Bock hatte, alle zu leveln. So sieht das hier gerade aus, aber ich glaube, es macht eh nicht Sinn, mehr hinzustellen, weil wenn ich einen Ferox habe, der DLC-Angriff macht, stürzt schon fast der Server ab und mein PC fängt halb an zu brennen. Bin sehr gespannt, wie das gleich laufen wird mit der Armee hier. Ich glaube, mein PC wird einfach crashen wahrscheinlich. Sehen wir gleich. Aber erstmal müssen wir gucken, ob wir überhaupt alle komischen Dinger davon zusammen haben, die wir brauchen. Eigentlich sollten wir die haben. Das da rein, das da rein, das da rein, das da rein. Und jetzt müssen wir mal eben gucken. Bosse, Death Knight, Aim in the Air, We Summon a Nightmare, bla bla bla, okay. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach, was passiert, oder? Also, ich kann nicht mehr machen. Ich kann mich nicht mehr vorbereiten, glaube ich. Ich habe noch ein paar Ferox-Babys, falls es schief gehen sollte, in der Tasche. Da ist noch ein Turret, vielleicht zündet der ihn noch an oder so. So, zack, Death Knight, einfach direkt vor der Base auch. Einfach direkt vor der Base. Oh, Fehler werden gemacht, glaube ich. Ich hätte vorher safen sollen. Macht der ihm Damage? Der macht dem keinen Damage. Der Turret macht keinen Damage. Der hat 180 Millionen Leben. Ich überlege gerade echt, ob das so smart ist, es direkt vor der Base zu machen. Ja, wie mein Turret einfach draufschießt und nichts macht. Ich würde sagen, wir schicken einfach alles drauf, oder? Ich glaube schon, Leute. Attack. Attack, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der kriegt aber Damage. Er kriegt richtig Damage. Yo, was passiert hier? Oh, der spawnt Sachen. Oh, der spawnt Sachen. Oh, shit, warum greift dich alles an? Bin ich zu weit weg? Nein, nicht passive. Ah, neutral, neutral. Neutral, alle angreifen, bitte. Leute, 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 seid ihr nicht irgendwie, werden wir nicht gedamaged oder so? Bitte, greift. Oh mein Gott, die Wyvern sind schon tot. Von irgendwelchen Minions. Okay, also auf jeden Fall, er kriegt gut Damage. Und meine Base, steht die noch? Ich weiß nicht, ob meine Base noch steht, ehrlich gesagt. Nein! Nicht einfach durch die Nikos. Ich kämpfe jetzt einfach mal nicht mit und gucke mir das einfach von außen an. Weil es läuft gar nicht mal so schlecht. Das läuft richtig gut. Dagegen war der Dodo Reaper einfach ein Albtraum. Ich hätte. Oh mein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Hier Potion. Oh mein Gott, der hat alles zerstört gerade. Der hat gerade innerhalb von Sekunden. Hat er gerade alles getötet, glaube ich. Und jetzt greift er einfach meine Base an oder so. Ja, er hasst meine Base übel. Er hasst meine Base übel. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich kann den irgendwie noch down kriegen jetzt. Ey, warum auf meine Base jetzt auf einmal? Scheiße, ich komme hier nicht raus. Das ist halt echt gar nicht so cool. Das ist gar nicht so cool. Ich musste mich zu dem Boss schnell. Jo, Dodo, nicht mein Level 41 Dodo, nein. Oh, weil meine Heal Potion, die geht noch 9 Sekunden. Und ich weiß nicht, wie es danach aussieht. Oh mein Gott, ich weiß halt wirklich nicht, wie es danach aussieht. Wäre nochmal so ein crazy Angriff. Der tötet alles, obwohl ich eine Heal Potion drin habe.
Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Zum Glück steht mein Bett hier noch. Ich habe meine Sachen wiederbekommen. Hier der. Der hielt sehr wahrscheinlich. Ja, der hielt. Okay, das ist nicht so gut. Was habe ich noch? Ich habe noch irgendeinen Ferox anscheinend. Ist das ein Baby? Das ist ein Baby. Das ist ein Baby! Das habe ich mir anders vorgestellt. Okay, ich bin wieder da. Ich hole meine Tasche. Ich hoffe, er ist nicht wieder aggro direkt. Ich habe noch den Hydro-Boss, habe ich noch. Ich weiß nicht, ob der halt irgendwas macht. Wahrscheinlich nicht. Und der Rest sind wahrscheinlich, also ungelevelte Wyvern, glaube ich. Ich werde einfach alles draufwerfen. Geht ja nicht anders. Ich habe Heal Potions dabei. Hier, du kriegst eine Heal Potion rein. Weil der ist, oh mein Gott, der ist schon wieder super viel gehealt. Nein. Oh, ich dachte, wir haben das im Griff kurz. Auf einmal stirbt einfach alles. Kann ich den so anzünden ein paar Mal vielleicht? Oh Gott. Kann ich den so ein bisschen... der ist nicht mal gelevelt, die Wyvern. Ich kann den auch mit der Flamme nicht anzünden, glaube ich. Oh, doch, kann ich. Und ich werde direkt gelandet und kriege eine Schelle. Oh. Oh, das ist interessant. Oh, das ist... interessant. Es ist unglaublich, wie unfair stark der ist. Ich dachte erst, es läuft richtig, richtig gut, ne? Jetzt ohne Witz. Ich dachte erst, wir haben das noch irgendwie unter Kontrolle, als wir da drauf gehauen haben mit allem. Aber ich hätte anscheinend in Wellen angreifen müssen, damit er nicht alles auf einmal one-shottet. Und das ist halt ein bisschen in die Hose gegangen. Mein Terminal, der ist hier, aber da habe ich auch nicht so richtig krasses drin. Ich habe jetzt noch Drachen und einen Hydro-Boss. Und ein Dämonik. Okay, ganz theoretisch sind wir nicht verloren. Ich habe hier nämlich extrem viele Eier. Extrem viele Eier von Wyvern und von Dillos. Und ich habe, glaube ich noch... Nee, ich habe keine Werkbank mehr. Aber ich habe die Sachen noch hier, um mir wieder eine zu machen. Und dann das alles wieder da reinzuschmeißen. Und ich bräuchte einen neuen Generator. Aber das ist ja auch kein Ding. Ey, vielleicht sind wir doch drin, Leute. Vielleicht sind wir doch drin. So, Leute, das ist unsere letzte Chance, das Ganze zu tun. Ich habe einfach nur das Smith wieder draußen gestellt. Ich habe Air Conditioner wieder aufgestellt. Eine Nanny, dass die ganze Zeit imprintet, habe alle Eier rausgeworfen und das hier sind jetzt die Dillos. Und diesmal machen wir das Ganze ein wenig smarter als letztes Mal. Ich habe nämlich nur noch, glaube, 8 Minuten oder sowas, dann ist der Boss despawned. Also wir haben nicht super, super lange Zeit und deshalb müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil ich denke, so einen leichten Boss kriege ich vielleicht nicht wieder, weil der ist Level 100. Also Level 100 ist schon super, super low. Da müsste ich wahrscheinlich erst was weiß ich wie viele wieder einspawnen und vor allem müsste ich dafür nochmal alle Nightmare-Bosse machen. Das ist halt das Schlimmste daran. Ich will diesmal so ein bisschen die nach und nach da reinschicken in den Kampf, dass der die nicht alle auf einmal one-shotten kann. Aber ich weiß nicht, wie gut das Ganze laufen wird. Ich hoffe, wir finden ihn überhaupt wieder. So, ich nehme mir so ein paar Stück mit. Komm mal mit. So. Und dann hole ich gleich die nächsten. Und dann schicke ich die jetzt erstmal da drauf. Das ist der Plan. So, zack. Angriff. Ich hoffe, jetzt gehen nicht alle los. Es gehen nicht alle los. Das ist gut. Ich glaube, das ist auch eine gute Menge tatsächlich. So. Wir holen schon mal die nächsten vielleicht. Ich weiß jetzt nicht. Machen die Damage? Die machen. Die sind alle tot. Die sind sowas von tot, oder? So, nächsten bitte. Herkomm. Okay, ich sehe extreme Schadenzahlen. Er kriegt auch Damage, aber nicht so viel Damage wie letztes Mal. Anscheinend waren die Ferox doch viel stärker. Ich warte noch mal eben, glaube ich. Jetzt ist mein erster gestorben. Jetzt der zweite gestorben. Ah, jetzt sterben sie so nach und nach. Die haben ein bisschen Damage gemacht, aber nicht so viel tatsächlich. Ich glaube, ihr könnt rein, Jungs. Könnt ihr rein? Seid ihr bereit dafür? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ey. Das wird so in die Hose gehen. Kann sein, dass wir den einfach nicht schaffen, Leute. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Oh mein Gott, direkt neben mir ist was gespawnt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh mein Gott, der geht auch auf mich. Das ist halt uncool. Das ist halt wie ich gerade sehr uncool. Ey, ich glaube, ihr müsst gleich alle rein, Jungs. So eine Schande schon wieder. Nee, okay. Okay, es wird nicht mehr angegriffen. Drauf. Drauf, Jungs. Ihr müsst jetzt. Hä, warum bin ich denn so langsam? Ist das wegen dem Boss irgendwie? Ich kann ja mich kaum bewegen. Ich traue mich halt auch nicht abzusteigen oder so. Das war der heftige Angriff. Okay, ich muss da raus. Aua, aua, aua. Okay, der tat wie ich sehr, 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 sehr weh. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas lebt. Ich glaube nicht. Ich glaube, ihr müsst rein, Jungs. Ich glaube, das war's. Das war's. Das sind die letzten. Das sind die letzten und dann bin ich nur auf einem drauf. Wir werden es nicht schaffen. Der ist erst Half-Life. Der ist halt. Der macht den Angriff wieder. Oh mein Gott, der macht so viel Damage. Der macht so viel Damage. Also ich mache auch viel Damage, aber ich habe keine mehr zur Auswahl. Das sind die letzten. Das kann nicht wahr sein. Ich kann es nicht glauben. Was soll ich tun? Ich habe nichts mehr. Ich habe wirklich noch ein paar Wyvern und noch Dillos. Aber das schaffe ich ja nicht in 6 Minuten, die fertig zu machen. Das war's. Das war's einfach komplett. Ich habe tatsächlich gegen den Endboss verloren. Ich habe die Mod nicht geschafft. Ich müsste mich komplett neu aufbauen, das mache ich nicht. Oh, warte. Sag mir nicht im Wasser. Ich muss hier... Ah! Ich glaube, ich muss hinnehmen, dass wir es verkackt haben, Leute. Ich habe meine Season verkackt. Ich habe wirklich meine Season verkackt. Das ist crazy. Primal Chaos hat mich gebrochen anscheinend. Leute, das war's.
mit der Season. Private Chaos. Irgendwie unbefriedigendes Ende. Aber ich hasse dich nochmal. Ich hasse einfach dich nochmal. Ich habe gar nichts mehr. Und es ging alle Nightmare-Bosse nochmal. Und ich habe vorhin Serie geguckt, weil es so lange gedauert hat. Das ertrage ich nicht. Falls euch das Ganze hier gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Das wäre super, super lieb von euch. Ich würde sehr weiter, wenn ihr abonnieren wollt. Das wäre doch viel lieber von euch. Wir machen bald ein neues Projekt. Ich lasse mir was Neues einfallen. Schönen Tag euch noch. Tschüssi.